Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Ihr kennt mich vielleicht von YouTube oder von Instagram. Heute präsentiere ich euch Pinbot, eine Flipper-Simulation für das NES. In den nächsten paar Minuten schauen wir uns das Game etwas genauer an, ihr erhält ein paar Hintergrundinfos und natürlich dürfen auch Funfacts nicht fehlen. Also, viel Spaß! Pinbot für das NES wurde nicht von Nintendo selbst entwickelt, sondern von Rare. So sah das Logo damals aus, heute kennt man es so. Die Firma ist vielen Gamern eher durch spätere Titel bekannt, wie zum Beispiel die Donkey Kong Country-Reihe, Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day oder Viva Piñata. Pinbot wurde im Jahre 1990 released und basiert auf einem gleichnamigen echten Flippertisch der Firma Williams, welcher 4 Jahre vor der NES-Version auf den Markt kam. Von diesem physischen Tisch wurden ca. 12.000 Einheiten weltweit verkauft. Leider existieren heute nur noch wenige davon. Wie bei allen Pinballs ist das ultimative Ziel, möglichst viele Punkte zu erspielen und sich so einen Platz in der Highscore-Tabelle zu sichern. Um Punkte zu erlangen, muss man markierte Ziele abschießen oder die Kugel in bestimmte Bereiche bringen. Neben kleineren Elementen sind es eine Reihe von Planeten, die zu treffen sind. Angefangen mit Pluto kann man sich so durch das ganze Sonnensystem vorarbeiten. Zentrales Element des Spielfeldes ist eine 5x5 Lichtermatrix. Wenn die Matrix komplett leuchtet, öffnet sich das Visier von Pinbots Helm. Dort kann man eine Kugel parken und sich so ein Multiball-Game erspielen. Die digitale Umsetzung bleibt zwar sehr nah am realen Vorbild, ein paar Elemente, die es im Original nicht gab, wurden jedoch hinzugefügt. Dies wurde zur damaligen Zeit nicht von allen Spielern positiv aufgenommen. So wurden unter anderem Feinde und Gefahrenbereiche ins Spielfeld eingebaut, die das Gameplay im Vergleich zum Originaltisch etwas abändern. Auch das Multiball-Game erfuhr ein paar Erweiterungen. Ab einem bestimmten Bonuspunktestand ändert sich das Spielfeld. Die Form des Spielfeldes und die Position der Targets, also der Elemente, die man abschießen muss, bleiben zwar gleich, jedoch ändert sich das Farbbild des Spiels und je nach Level tauchen verschiedene Gegner und Hindernisse auf. Diese beeinträchtigen dann zum einen die Kugel oder auch die Flipperarme, was das Spiel erschwert. Trotz der technischen Limitierung des NES wurde die Umsetzung ein beachtliches Stück Software. Während zuvor viele Pinball-Simulationen kein reales Vorbild hatten und somit frei erfundene Tische nachbildeten, war Pinbot eines der ersten Spiele, das einen Flippertisch sozusagen simuliert. Dabei half nicht nur der akribische Nachbau des Spielfelds dabei, ein gewisses Gefühl von Realismus zu vermitteln, sondern auch die isometrische Ansicht trug ihren Teil dazu bei. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass die Flipperkugel von Bumpern, Targets und sonstigen Elementen auf dem Spielfeld verdeckt wird, wodurch eine bessere räumliche Tiefe vermittelt wird, als bei einer Ansicht senkrecht von oben. Darüber hinaus sind auch die Soundeffekte dem Originaltisch nachempfunden, sogar die, naja, nennen wir es Sprachausgabe, von Pinbot wurde umgesetzt. Rare, der Entwickler, hat für das Spiel eine eigene Game Engine entwickelt. Wollte man das ganze Spielfeld auf dem Bildschirm abbilden, wären die einzelnen Elemente so klein und verpixelt, dass der Spieler nichts mehr erkennen würde. Also haben sie eine Scroll-Mechanik eingeführt. Das Spielfeld konnte nun über mehrere Bildschirme abgebildet werden. Eine virtuelle Kamera verfolgt nun die Flipperkugel und der Spieltisch scrollt auf und ab. Im Multiball-Game ist dabei der Fokus immer auf der unteren Kugel, also auf der Kugel, die sich näher an den Flipperarmen befindet. Um dem Spieler beim Scrolling des Spieltisches die Übersicht zu erleichtern, hat Rare einen kleinen Kniff angewandt. Der untere Teil mit den Flipperarmen wird immer statisch eingeblendet. So hat der Spieler den für ihn am wichtigsten Teil, die Flipperarme, immer in Sicht. Ähnliches kennt man heute zum Beispiel auch von Tabellenkalkulationen, bei denen man bestimmte Teile fixieren kann. Diese Game Engine verwendet Rare auch in einem weiteren Flipper-Game. Ein Jahr nach Pinbot, also 1991, erschien High Speed, der auch auf einem echten Flippertisch als Vorlage beruht. Genau wie Pinbot wurde der physische Tisch von Williams entwickelt und im Jahre 1996 auf den Markt gebracht. Im Spiel The Pinball Arcade, welches für verschiedene Systeme erhältlich ist, darunter iOS, Android, Windows, aber auch die aktuelle und letzte Konsolengeneration, konnte man Pinbot als Tisch downloaden. Leider kann der Tisch wegen ausgelaufenen Lizenzrechten heute nicht mehr neu erworben werden. Nur wer ihn noch vor dem 1. Juli 2018 gekauft hat, darf den Tisch weiterhin nutzen bzw. neu downloaden. Auch enthalten ist Pinbot in dem Spiel Pinball Hall of Fame – The Williams Collection, welches für eine Vielzahl von Systemen verfügbar ist, darunter PlayStation 2 und 3, die PSP, Nintendo Wii, den 3DS sowie die Xbox 360. Haltet also auf Flohmärkten und in Kleinanzeigen ein Auge offen. Pinbot war und ist sowohl physisch als auch digital sehr beliebt. Daher gab es über die Zeit auch ein paar, sagen wir mal, Cameo-Auftritte.
So ist im Film Big mit Tom Hanks in der Trampolinszene ein Pinbot-Flipper im Vordergrund zu sehen. Aber auch in einem anderen echten Flipper hat Pinbot einen Gastauftritt. Auf dem Tisch Taxi, welcher 1988 von Williams auf den Markt gebracht wurde, taucht der Charakter Pinbot als einer der Passagiere auf. Und auch digital wurde Pinbot verewigt, wenn auch nur stilisiert. In dem Arcade-Game The Combat Tribes stehen im dritten Level mehrere Pinball-Tische herum, die zwar Rick Dead benannt sind, vom Design her aber sehr an Pinbot erinnern. Ugh!